Da bin ich wieder, Peggy, mit dem zweiten Teil zum Thema Sauerteig ansetzen. Ja, ihr habt euch alle bestimmt Mehl besorgt oder ihr hattet noch welches. Ihr könnt übrigens auch Weizenmehl nehmen. Das fermentiert jetzt nicht ganz so gut, wird nicht ganz so sauer, aber geht auch. Nehmt euch dann bitte einfach einen Esslöffel Mehl in ein Schraubglas und packt dazu zwei Esslöffel Wasser. Und verrührt es dann zu so einer homogenen Masse, wie hier etwa. Ja, dann stellt ihr das einfach an einen warmen Ort. Bei mir ist das jetzt so ein Fondue-Wärmer. Packt es da rein. Also ich habe jetzt einmal Roggen und legt den Deckel locker drauf. Sodass noch ein bisschen atmen kann, aber nicht eintrocknet. Weil wenn ihr keinen Deckel drauflegt, dann bildet sich oben so eine trockene Kruste und dann fermentiert es natürlich an der Stelle nicht. Also einfach so locker auflegen. Und ja, jetzt haben wir eigentlich schon alles erledigt. Es gibt nicht weiter zu tun. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch 2 Tage warten. Und dann sehen wir uns wieder am 24., am Dienstag, wieder um 12 zum Teig auffrischen. Wie das geht, ist eigentlich auch genauso einfach. Das zeige ich euch dann. Ich bin gespannt, was ihr erzählt. Ihr könnt morgen mal einen Deckel hochheben, mal reinriechen. Eigentlich morgen solltet ihr noch nichts riechen, aber ab Dienstag kann schon sein, riecht leicht säuerlich und könnte vielleicht schon ein bisschen Blasen geworfen haben. Okay, ansonsten wie immer, letztes Mal schon, stay home, mach Sauerteig, back Brot. Wir sehen uns am Dienstag. Bis dann.